So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Soul Silver Nuzlocke Challenge. Beim letzten Mal haben wir gegen diese Astrid gekämpft und ich habe Astrid trainiert, wie angekündigt. Also trainiert, ich habe die Pokémon-Pension genutzt. Abgesehen von Part des einen Level, weil ich nicht wollte, dass er Gegenstoß lernt. Das habe ich beim wilden Tentoxa und Tentara gemacht auf der letzten Route. Also nicht umbringen, weil, keine Ahnung, ihr mich lünchen wollt dafür, dass ich gekämpft habe und dass ihr es wisst und es war ein Level. Ist jetzt auch nicht die Welt. Und da hatte ich jetzt nicht unbedingt Lust, das aufzunehmen. Und ihr könnt mir an der Stelle vertrauen, es ist nicht gestorben. Tentoxa und Tentara auf der Route haben nichts, was mich wirklich stark treffen könnte. Siehe hier. Halt Blubstrahl, ne? Aber das hat das andere auf jeden Fall nicht gehabt, beziehungsweise hat nichts eingesetzt. Ich habe super überlebt, kein Problem. 29 ist Rex von Level 26 hoch, das heißt 3 Level. Ein Level für, 2 Level für Manu. Damien ist am gleichen Level geblieben und Pardes halt nochmal 3 Level dazu, oder waren es 2 Level? Es waren 3 Level, so ja. Eins in der Pension, eins gelevelt, eins in der Pension. Und ich habe noch ein paar Supertränke gekauft offscreen, weil wir die ja im letzten Part etwas verschwendet haben. Sieht man auch jetzt hier an meinem Geldstand. Das ist nicht der Trainerpass, nein. Ich sollte vielleicht auf meinen DS schauen, dann geht das ein bisschen einfacher. Habe ich sowieso vor. Ich arbeite normalerweise immer mit DS. Ach, außerdem sieht man jetzt hier unsere ganzen Orden. Und hier sieht man 3234 Pokédollar, 3500 gegen für Supertränke drauf. Und die restlichen, die halt zur 7000 fehlen, weil davor hatten wir 7000 Pokédollar, die sind für Name. sind für die Pension draufgegangen. Ja, genau. Wir können jetzt weitermachen. Oh, das Rauschen ist weg. Irgendwie auch schön an manchen Stellen dann wiederum. Wobei es mir es ist fast schon beruhigend. So nervig ist es. Und hier ist ein Item. Was ist denn das? Ein Schwerschweif. Okay. Also ich denke, mit den Leveln bin ich weder overleveled noch underleveled. Also vollkommen brauchbar eigentlich. Bin ich eigentlich immer noch auf der gleichen Route? Moment. Pokécom? Ja, jetzt gleich sind wir auf Route 48. Okay, wegen den Pokémon wollte ich nochmal schauen, was es hier genau gibt. Das habe ich jetzt gar nicht offscreen gemacht, verdammt. Ich habe aber nachgeschaut, was die Inability von, also die letzte fehlende Fähigkeit von Parasect war, Spuren wird. Trockenheit und Feuchtigkeit ist die letzte. Ich dachte, das wäre Techniker. Ich kann auch nicht, hätte irgendwie Techniker im Kopf, aber naja. Naja. Wie ein Fels in der Brandung will ich für meine holde Marie sein. Wie soll ich auch nur ein nie soll ihr auch nur ein Haar gekrümmt werden. Meine Liebe ist tiefer und weiter als der Ozean. Auf ewig soll sie meinen Liebsten umschließen und auf sicherem Wege tragen. Gottes Willen, hör auf zu philosophieren. Es geht mir gegen den Strich. Ich kann das nicht leiden. Hallo, junges Glück und Austos. Hallo. Nicht so gerade froh drüber, über die Situation. Ich würde fast schon sagen, ich pilzbohre das Onyx. Ich weiß nicht, ob ich das Onyx one-hitten kann. Ich probier's mal. Komm, wir brauchen keine Pilzbohre. Wir können das auch ohne. Und das Austausch, ich weiß, dass Austausch eine gute Verteidigung hat, aber eine nicht so gute Spezialverteidigung. Das heißt, der Spukball könnte sogar reichen. Wir werden außerdem bald Pardes weiterentwickeln. Und ich weiß auch schon, wie ich es machen werde, dass wir auch die Entwicklung hier sehen und nicht auf dem anderen, anderen DS, den ich dann benutzen werde. Hallo Sandsturm. Natürlich, jetzt hilfst du noch mit deiner Spezialverteidigung, aber das wird dir nichts nutzen. Aber das wird dir nichts nutzen, denn jetzt kommt meine Kugelsaat auf Doom und es wird dich jetzt one-hitten. Dankeschön, also im Sinne von in einem Zug quasi oft genug treffen, um mich umzunieten, so. So, ja. Das war wieder auch recht einfach, aber das andere waren, wie gesagt, auch Astrainer. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen hoch bin, aber der nächste Arena-Leiter darf man nicht unterschätzen. Der hat... Hallo Mutter. Nächster Arena-Leiter hat stärkstes Pokémon Level 35 und wir müssen ja auch irgendwie auf das Level kommen. Was Erfahrungszone angeht, muss ich mir jetzt spontan was überlegen. Oder wir wissen, weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt hinkommen in dem Part. Route 48. Ich glaube, wir können uns hier was im hohen Gras fangen. Wahrscheinlich gibt es hier nur wieder Radfratz. Aber erstmal gehen wir zur Safari-Zone, zum Safari-Eingang. Wir kommen sogar bis zur Safari-Zone. Das ist schneller gegangen als erwartet. Ich weiß nämlich, dass man hier verschiedene Gebiete hat. Und jetzt wird sowieso erstmal interessant, welche Gebiete wir haben. Und jetzt würde ich, bevor ich es weiß, will ich eine Regel festlegen. Und deswegen werde ich erstmal zurücklaufen, mir das hier das guten Pokémon von der Route davor holen, damit ich auch weiß, okay, ich kann mir jetzt was überlegen. Ich habe ein bisschen Zeit. Weil das die werde ich brauchen. Ich finde auch die Musik hier sehr schön. Aber hier gibt's. Das wollte ich nicht. Hier gibt's Items, das weiß ich. Ich bin, glaube ich, drauf, oder? Nee, eins weiter vorne. So. Mini-Pilz ist hier. Wieder Geld für uns quasi. Ich weiß, dass es hier Items gibt. Erzähl mir keinen Scheiß.
Hier unten, da. Sicher voll schön für euch zu sehen, da oben in der rechten Ecke. Screens. Und hier mache ich mal ganz kurz die Dinge an, damit ich ein bisschen schneller unterwegs bin, solange ich das benutze. Weil ich kann schlecht den Touchscreen benutzen und gleichzeitig den B-Knopf halten. Macht's schwierig, ich bin kein Linkshänder. Und ich muss ja noch laufen nebenbei. Also mich irgendwie den Char bewegen. Ja, okay. So. Dann würde ich sagen, gut 48, roten Pokémon. Und da ist noch ein Durchgang. Was für ein Pokémon bekommen wir hier? Es ist ein... Girafarik. Das ist ein cooles Pokémon. Was zu überlegen, ob ich das noch mitnehmen werde. Außerdem, worauf mich der gute Spore aufmerksam gemacht hat, oder Smackbro, oder wie auch immer man ihn jetzt nennen möchte. Und zwar gibt es, das habe ich gar nicht im Kopf gehabt, gibt es auf der Route, jetzt muss ich nachdenken, welche Route es war. Am besten jetzt nicht critten. Auf der Route zwischen Teak City und Mahagonia City gibt es noch zu einer recht hohen Wahrscheinlichkeit Voltilam. Das heißt, da haben wir sogar noch eine Chance auf ein Voltilam, was ziemlich cool ist. Beziehungsweise auf ein Vati sogar direkt. Und dann auf dem Weg von Mahagonia City zum See des Zorns haben wir nochmal die Möglichkeit. Das heißt, es wäre sogar ein potenzielles Mitglied für das Team. Und du bist ausgebucht, du Drecksack. Ich muss aber auch überlegen, ne? Ich habe ja noch, brauche noch Team Pokémon für die Kanto-Region. Und ja. Darf man nicht vergessen an der Stelle, auch wenn zwei schon feststehen dazu. Weil ein Pokémon bekomme ich safe. Zumindest ziemlich sicher. Und das andere Pokémon bekomme ich, sehr wahrscheinlich. Beziehungsweise das habe ich schon. So, was heißt sehr wahrscheinlich? Ich laber scheiße. Komm, mach lieber Ball, bleib in den Ball drinne und gut ist. Genau. Jetzt zur Safari-Zone. Da muss ich mir jetzt ganz fix einen Plan aus dem Ärmel schütteln. Immerhin wollen wir da ja noch was machen. Und ich habe meine Liste gerade hier zum Glück, weil wir jetzt einen Namen brauchen. Ist schon vergeben. Da kommen wir, glaube ich, nicht mehr ran. Haben wir vielleicht sogar hier drin, ne? Der hat mir sogar noch einen Voltilam angegeben, der Kerl. Da werde ich es erstmal außen vor lassen. Lass mich kurz nachschauen. Ach ja, erstmal der Pokédex-Eintrag, genau. Sein Schweif, der auch ein Gehirn hat, beißt manchmal von alleine zu, wenn er einen Duft wahrnimmt. Irgendwie creepy, aber okay. Ja, wir wollen den Spitznamen geben, es ist männlich. Dann nennen wir es an der Stelle, ich nenne es Darden. Hoffentlich ist der Name richtig ausgesprochen. Der meinte, er möchte ein Pokémon sein. Und ich habe gesagt, vielleicht ein Team-Pokémon. Wenn es diese gibt. Und ich weiß noch nicht, ob ich Girafarik nicht doch irgendwann ins Team nehmen möchte. Weil Girafarik ist schon irgendwie ein cooles Pokémon. Und mal schauen. Auf jeden Fall kein schlechtes Pokémon. Es ist ein interessantes Pokémon. So. Punkt. Nugget. Ich sollte vielleicht wieder mein Wörterargument hierzu machen. So. Jetzt muss ich überlegen, wie wollen wir es machen? Wir haben mehrere Gebiete in dem ganzen Ding. Und jetzt kann man entweder sage ich jetzt, ich habe so und so viele Versuche. Hallo Vulpix. Ich werde sicherlich nicht drinnen bleiben. Das werde ich mir nicht antun. Auch wenn Red Kutku überhaupt nicht zu Beam gehört, es ist ein Wasser-Pokémon. Es kann damit Feuerattacken ganz gut abfangen. Gerade spezielle Attacken. Irrlicht. Okay. Ich brenne. Das ist schön. Ich brenne und werde noch mehr brennen. Okay. Musste sein. Also, entweder sage ich, ich darf jetzt. Ich habe jetzt irgendwie eine begrenzte Anzahl versuchen. Ich darf mir 10. Die ersten 10 Pokémon habe ich als Chance. Oder ich sage mir einfach, ich habe pro Gebiet in der Safari-Zone eine Chance oder irgendwie zwei Chancen oder so. Das muss ich mir jetzt recht spontan überlegen. Das heißt, das wird ganz interessant. Ich kann damit auch nicht euer Ja oder Nein abwarten. Da es aber verschiedene Gebiete gibt, würde ich eher auf ein gebietbezogenes, einen gebietbezogenen Punkt hinaus wollen. Ich weiß, es gibt Aufgaben in der Safari-Zone. Und deswegen würde ich an der Stelle sagen, dass die aufgabenbezogenen Pokémon nicht benutzt werden dürfen. Fange ich mir fest auf jetzt. Das ist schön. Dass ich die halt, diese Aufgaben-Pokémon werde ich nicht benutzen und ich werde sie auch nicht, muss jetzt einen Laden aufmachen. Willkommen, kann ich helfen? Cool, wir können dir was kaufen. Aha, Bälle. Warum nicht? Werde ich mir merken. Ich habe ja noch ein bisschen was, um Geld zu machen. Zum Beispiel ein Nugget. In der Zeit, wenn ich das jetzt verkaufe, gerade weitergeredet.
die zählen dann nicht als Gebiets-Pokémon so gesehen, sondern zählen halt als ein Pokémon. Und ich würde halt sagen, dass wir, jetzt ist halt die Frage, pro Gebiet ein oder drei Chancen. Weil es ist eine Safari-Zone. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt eins von diesen Pokémon bekomme, ist ein Lied gegen null. Ich würde sagen, wir nehmen die goldene Mitte. Wir nehmen einfach zwei Chancen pro Gebiet. Oder drei Chancen pro Gebiet. Das ist jetzt die Frage. Dann werde ich mir jetzt spontan überlegen, ob ich zwei oder drei Chancen haben möchte. Sagen wir zwei Chancen. Das ist nicht ganz so viel. Ich kaufe Pokémon Drinks. Nee. Ich habe aber noch was zu verkaufen. Fällt mir auf. Moment, was hast du denn für Drinks? Ach, du hast die ganzen Drogen. Ich verstehe. Kurz schauen. Wir haben doch noch Beleber. Einen Beleber zumindest. Ich habe außerdem das Sonderbonbon fürs Training nicht benutzt. Das werde ich mir für später aufheben, wenn es dann wirklich anstrengend wird zu trainieren. Also auf den hohen Leveln. Da ist das Sonderbonbon echt Gold wert. Und dann sind mir Pokémon immer noch am liebsten. Keine Dinge, einfach so süß. Ach ja, vielleicht war das schon irgendwie ein tolles Pokémon. Irgendwie, irgendwo. Was bist du denn für ein Kerl? Safari, so ein Spaß. Safari, ich gebe Gas. Wusch, dieses Lied mir selbst geschrieben. Okay. Alles klar. Das ist ein Gamma. Ich bin nicht sehr gesprächig. Sehr schön. Das wollte ich jetzt wissen. Okay, sagen wir zwei Chancen pro Gebiet. Und, ja. Das heißt, wir kommen, glaube ich, im Gesamt auf 24 Chancen. Das ist recht viel. Aber ich finde, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass man hier ein Pokémon fängt, ohne dass es flieht. Naja, wir werden sehen. Oh, da bist du ja endlich. Na, was sagst du? Wahnsinn, oder? Wie du siehst, haben wir eine neue Safari eröffnet. Tja, und jetzt habe ich einen Attentat auf dich vor. Willst du bei meinem Eignungstest für Safari-Besitzer mitmachen? Ja, von mir aus. Sehr schön, so gefällst du mir. Dann erkläre ich dir gleich mal, wie der Test genau abläuft. Keine Sorge, es ist kinderleicht. Alles, was du tun musst, ist, bei der Safari einen Kleinschein zu fragen. Wenn du mir eins bringst, hast du auch schon bestanden. Sie halten sich im hohen Gras gleich am Eingang zur Safari auf. Wenn du ein klein wenig suchst, solltest du also mit Leichtigkeit eins finden. So, dann wünsche ich dir mal Weidmanns Heil. So. Erstmal hier, nein, bin ich nicht. Beziehungsweise jetzt schon. Aber mal schauen. Es wird so sein, dass wir nämlich einmal das Ganze... Wir müssen zwei Prüfungen machen. Die zweite Prüfung kommt erst viel, viel später. Deswegen werde ich jetzt erstmal mich dran machen. Für 500, ja. Okay, von mir aus. Mein Geld ist ja mehr geworden. Stimmt, ich wollte gerade sagen, es ist weniger geworden, weil es auf einmal eine 1 vorne dran stand, aber okay. Ich würde sagen, alles, was ich jetzt finde, darf ich nicht fangen, bis ich das Pokémon... bis ich wirklich die Prüfung bestanden habe, die erste. Das müsste jetzt hier das erste Gebiet direkt sein. Und dann gucke ich mich noch kurz um, was für Gebiete ich genau habe. Beziehungsweise das kann ich dann in der nächsten Runde machen. Du zählst nicht. Sie zählen alle nicht, bis ich das Pokémon für die Aufgabe gefunden habe. Wir müssen einen Kleinstein fangen. Und wenn ich das gefunden habe, dann ab dann zählen alle gefundenen Pokémon. Ganz einfach. Du bist ein Magnetilo. Er meinte gleich am Eingang soll es sein. Das heißt, hier irgendwo muss ein Kleinstein kullern. Und ja. Da ist ein Kleinstein. Es bekommt auch keinen Spitznamen, das wird einfach auf eine Box geschmissen und da bleibt es dann auch. Yay, Moses Safari Ballein. Zack. Perfekt. Und bleibt drinne. Nicht. Schade. Denn jetzt kommt wieder die tolle Eigenschaft von Safari-Pokémon. Sie können fliehen. Naja. Sieht auch aktuell so aus. Gut, hier gibt's Magneton. Ja. Zählt aber noch nicht, weil wir es noch nicht. Wir haben noch nicht unser Aufgaben-Pokémon gefangen. Und erst ab dann zählt es wirklich. Und was ich mit Gebieten meine, kann ich euch gleich zeigen, das ist ein Georg. Du bist kein Kleinstein. Und ich würde dann auch sagen, dass wir halt einen komplett neuen Versuch ansetzen für die Pokémon, die dann halt wirklich gefangen werden dürfen, weil wir dann wieder volle Schrittzahl haben und volle Bälle und schon wieder Magnetilo. Mann, ist Kleinstein selten hier. Und wahrscheinlich, wenn ich danach hier rumlaufe, finde ich nur Kleinstein. Das würde mich gar nicht mal wundern. Ja, aber... Magneton wäre schon ein cooles Pokémon, wobei ich das wiederum, glaube ich, nicht zum Magneson entwickeln kann in dem Spiel. Hallo Magneton. Die seltensten Pokémon kommen jetzt hier und Kleinstein will nicht auftauchen. Eins habe ich bisher gesehen, das ist entkommen. Super. Funktioniert ja alles wie geschmiert. Nee, das will ich jetzt einfach nur haben, damit ich sonst abgehakt habe. Und es gibt Magma. Schön. Das ist so ein bisschen auch ganz gut für Erkundungstechnische. Was gibt's hier, was gibt's hier nicht? Und ich finde zwei Pokémon... Ich kann ja offscreen dann nochmal kurz in TS reinfragen. Da sind ja noch zwei, drei Leute drinne, die ja auch schauen. Dann frage ich, ist das für die Safari-Zone eine gute Idee? Und dann sagen die halt ja, nein. Und, dann bespreche ich das kurz mit denen, welche Regelungen ich da einführen möchte. Du bist ein Arsch.
Boros ist alles aufmerksam, das ist schön, bleib im Ball. Und dann dürfen die halt sagen, ich find's gut oder ich find's scheiße. So, ganz einfache Geschichte. Doch komm! Wie gesagt, wenn es geflohen ist, zählt es als verschwendete Chance von einem der beiden. Oder ist es, man sagt halt wirklich, hier ist ein Gebiet und ich darf immer das erste fangen. Und wie gesagt, ich frage einfach mal nach, wie es am besten ist. Ich würde es schon gerne im Gebiet bezogen machen, weil man dann einfach eine viel größere Variabilität drin hat. Das war ein sehr schönes Wort. So. Und ich würde sagen, ich darf erst Pokémon fangen, ich möchte ihm keinen Spitznamen geben, sobald ich es verlassen habe. Und dann im nächsten Part, wenn wir doch wirklich die Regeln festgelegt haben. Das heißt, selbst wenn ich jetzt beim Rausgehen noch auf ein Pokémon stoße, zählt das nicht. So. Was ich mit verschiedenen Gebieten meine, ist außerdem das hier. Kann ich euch gerade zeigen. Gibt hier verschiedene Gebiete. Auf der einen Seite zum Beispiel hier Wald und hier drüben haben wir mehr so ein Moor-mäßiges. Was haben wir noch für Gebiete? Schaue ich mir jetzt gerade an. Das hier ist ein komplettes Moor. Ich schaue einfach mal kurz durch, was für Gebiete wir da haben, bevor wir ein paar beenden. Ich will hier auch nichts fangen, ehe ich nicht alles gesehen habe. Noch mehr Moor. Also wir haben ein sehr waldiges, mooriges Gebiet. Ich hoffe auf ein ganz bestimmtes Gebiet, weil es da gibt es ein bestimmtes Pokémon, was ich echt gerne hätte, was echt cool wäre, wenn ich es bekommen könnte. Ja, auch wenn die Wahrscheinlichkeit darauf sehr gering ist, weil es wirklich nur mein... Naja, okay, wir haben dieses Gebiet ziemlich offensichtlich nicht. Es gibt nämlich nur eine Konstellation. Es gibt verschiedene Konstellationen, die werden am Anfang des Spiels generiert. Und nur in einer dieser Konstellationen gibt es dieses Gebiet schon am Anfang, ansonsten kommt das später noch hinzu. Ja, ich möchte aufhören. Ich möchte gerade noch meine Prüfung als bestanden generiert bekommen. Der Rest zurück. Perfekt. Nein, Lyra, ich möchte jetzt gerade nicht. Kann ich jetzt direkt mit dir reden einfach? Mondgras, okay. Solltest du also leicht, ich kann jetzt finden. Also wünsche ich mir viel weit mal Zeit. Okay. Dann gehe ich gerade rüber, hole mir das Ding ab, zeig's ihm kurz, dass wir das als bestanden geltend bekommen. Und dann im nächsten Part geht's dann wirklich in die Safari-Zone mit allem drum und dran. Wo habe ich denn jetzt meinen Kleinstein? Ich werde es auch jetzt gerade gar nicht eintragen. Was hast du eigentlich für ein Wesen? Hastig-Konzentrator. Wir haben sogar... Ja, wir hatten schon Kleinstein, aber das zieht jetzt nicht. Hartes Kleinstein, das war nicht mehr so schlecht, aber wir dürfen es nicht benutzen. Es ist, geht als nicht festgelegt, weil es halt wirklich für die Aufgabe bestimmt ist, dass wir das halt wirklich alles machen können. Ich renne gerade zurück, zeig's dem Kerl. Und, vielleicht werde ich es dann einfach offscreen zurückbringen. Auf die Box, werde halt eine extra Box separieren. Und im nächsten Part geht es halt so ein bisschen an Inhalt. So, lassen wir dann gefangen. Erster Teil des Testbestands. Ah, ich hätte gar nicht gesagt. Der Test besteht aus insgesamt zwei Teilen zusammen. Logisch oder ganz so leicht wird man auch nicht zum Safari-Besitzer. Gut, der zweite Teil also. Leider stecke ich noch selbst mitten in den Planungsarbeiten dafür. Ich werde dir per Pokémon Bescheid geben, wenn ich damit fertig bin. Geduldig also noch ein klein wenig. Alles klar. Ich kann theoretisch auch noch warten mit den Safari-Aufgaben. Aber ich weiß noch nicht. Mal schauen. Aktuell tendiere ich sogar fast nochmal dazu, hier ein bisschen mehr Aufgetraining zu machen. Na komm, bring ich gerade weg noch, wenn wir schon hier sind. Jetzt wird mir kein warm. Bewegen. So. Und du kommst auf die letzte Box. So. Hier müsste jetzt nur ein Pokémon sein, genau. Das zweite Test-Pokémon wird auch noch dazu kommen später. Da wird es von der Regelung nochmal genauso sein, dass ich halt da so lange suchen kann, bis ich es habe. Und, ich stelle mich jetzt auch vor die Safari-Zone und dann würde ich an der Stelle auch schon sagen, Leute, das war's wieder für heute von Pokémon Soul Silver Nuzlocke Challenge. Beim nächsten Mal mehr Safari-Zone-Power oder auch nicht. Mal schauen, wie ich mich dazu entscheiden werde, ob ich das nicht doch ganz später mache erst. Wir werden sehen. Aber ich denke, wir werden im nächsten Part die erste Runde machen und es gibt dann halt später. Es gibt ja noch, ich meine, es gibt noch, entweder gibt es noch 6 Erweiterungen oder es gibt, 3 Erweiterungen, eins von beidem. Na egal, wie auch immer, wir werden uns auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter um Sachen kümmern und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao!